Ich glaube, die Tür war verschlossen. Ich habe sie gar nicht verschlossen gesehen. Passt. Ja, ich hätte auch die Waffe wechseln können, ja, ich weiß. Du hättest so vieles machen können. Aber ich hab's nicht getan. Was soll's? Er hat's nicht getan. Habt ihr das gehört? Er hat's nicht getan. Das war ein Geständnis. Ja. Darauf folgt die Todesstrafe. Weil wenn du jetzt gucke, wenn du jetzt guckst, wenn ich jetzt gucke, siehst du, was mein Inventar nur noch hergibt. Mhm. Ja. Und daher, und guck mal, wie viel Energie ich noch hab. Mhm. So. Ich weiß ja jetzt, woher die kommen. Isaac. Nein, nicht du! Mann! Geh weg! Oh mein Gott! Bin gut. Aber mein Tipp wäre gewesen, zertrümmer einfach die Leichen vorher. Okay, das wäre natürlich eine sehr gute Option gewesen. Hm. Ich soll jetzt da wieder lang. Da ist ein blauer Spind gewesen. Mhm. Ich wollte jetzt aber nochmal nach hinten gehen. Ist da noch was? Nö, doch nicht. Das ist zu. Der ist tot. Isaac ist auch schon fast am Abnibbeln. Mhm. Komm. Klar, gut. Sinnvoll, auf jeden Fall, aber ich bräuchte jetzt eher etwas anderes. Ein Pickup? Ja, leckere Schokolade zwischen zwei knackfrischen Keksen. Machen wir Schleichwerbung? Ich glaub, wir machen das machen wir schon seitdem wir angefangen haben, und zwar ohne es zu merken. Und wir werden noch nicht mal dafür bezahlt. Mhm. Komm bitte, Kiste. Sei was Sinnvolles drin. Danke. Glück, Glück, Glück erstmal in Bags. Speichern? Nein, danke. Mal ein T-Shirt mit der Aufschrift tragen. Speichern? Nein, danke. Ja, ich wollte schon ganz schön viele T-Shirts machen, aber irgendwie kam ich noch nie dazu. Was war das? Ein neuer Gegner. Aber ich habe ihn richtig besiegt, oder? Ja. Gut. Von dem blieb nicht mehr viel über. Die Kiste. Problem an diesen Gegnern erkannt? Ehrlich gesagt, nicht ganz, aber ich denke mal, dass ich deren orangenes Teil treffen muss. Mm, so wie von dem anderen großen Heinis da. Wie so ein dicker Pickel, der unter Druck steht. Den musst du zum Platzen bringen und dabei werden sie komplett zerrissen. Sie sind hinter dir. Echt jetzt? Ich wollte nur für ein bisschen unheimliche Stimmung sorgen. Oh je, so. Guten Tag, hallo? Guten Tag, ich bin der Nikolaus. Guten Tag. Guten Tag. Sind wir schon wieder so weit? Sind wir schon wieder an Weihnachten? Also laut den Läden, ja. Stimmt, das nervt mich auch tierisch. Oh, Vakuum. Sieht mir nach Vakuum aus. Aber warum kann ich dann hier atmen? Nee, Vakuum ist was anderes. Hier ist nur keine Anziehungskraft. Okay. Kann ich jetzt speichern vielleicht? Nee. Aber Stase. Hä? Warum um Himmels Willen brauche ich hierfür Stase? Du brauchst es einfach akzeptierst. Ja, du hast es zweimal hintereinander hingekriegt und beim dritten Mal schießt du den Container.
Nein, es geht nicht kaputt, wenn es auf den Boden aufkommt. Es muss auf die Wand aufschlagen. Special Guest, weißt du? So, gibt's hier noch irgendwie was zu gucken? Da kommt Blut raus. Das schwebt hier überall. Achso. Da schwebt sogar ein Unterschenkel. Hab ich gesehen. Ein Daumen hoch für den Unterschenkel. Boah, sind das Waden! Das Ding muss ich bestimmt aufmachen. Wie kommst du drauf? Au! Wollt los! Lass die Tür los! Lass dich nicht in Stücke reißen. Warum in Stücke reißen? Wieso willst du in Stücke gelassen werden? Warum aber in Stücke reißen? Kommt die Decke runter oder was? Nein. Aber wegen der Gegner. Bisher hat dich ja alles zerrissen. Du bist ja nicht einfach tot umgefallen. Du wirst immer irgendwie zerrissen. Hallo, ich will... Nein, ich will doch nicht das... Oh, ich will das Ding nicht haben! Warum nicht? Ich will die Ripper King. Um sie zu verkaufen? Unter anderem. Da ist noch was. Yeah! Plasma! Plasma! Da kann ich durch. Ich glaube, es war Dreieck. Ja, aber erstmal brauche ich. Ja, erstmal für das. Diese Wade, Alter! Ja! Ich baue kein Männchen mit dieser Wade und einer Kiste. So, und? Ich bin Batman! Batman! Oh, das sind spitze Dinge. Ja, spitze Spitzen. Die einfach spitze sind. Das war spitze! Was? Ja. Also dann hier hoch, ne? Ich muss aber hier nicht gleich hetzen wieder zurück. Erstmal warte. Hier ist. Du kannst auch an die Wände springen, das weißt du. Hier ist. Ja, weiß ich. Aber das ist einfacher, finde ich. Hoffe ich doch. Oder meinst du völlig falsch? Immer diese Themen, was ist richtig, was ist falsch. Da jemand? Da kommt Dieter Bohlen vorbeigeflogen. Und ruft Wiegen! Wow! Dieses kleine Mistvieh. Voll auf den 12. Der Welt. Da ist er. Da. Oh. Nicht das. Nein! Schleuder ist weg. So, das dauert nicht. Na! Oh, ich krieg das jedes Mal richtig hin. Und dann, wenn es dann wichtig ist, ist es Wurst. So, komm. I believe I can fly. Ende der Schwerelosigkeit. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind oben. Oder unten? Nee, ich bin nach oben gegangen. Gute Sache. Yeah, eine Tür. Und noch eine Tür. Was ist hier? Luftfiltersystem noch aktiv. Das Betreten der Filterungsröhren ist äußerst gefährlich. Das heißt, ich die darf Luft das wird hier mit Feuer gefiltert. Hallo? Hallo, Security. Ach, Gott sei Dank. Hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Moral.
Richtig, weil... Das Thema hatten wir bereits. Ja, weil man... Mollig. Da werde ich gleich noch werden. Burning Man! Burning Man! Gibt's auch Nekromorphen, die eigentlich... Klar. Das heißt, zu welchem werde ich jetzt gleich begegnen? Klar! Wäre es sinnvoll, die Dinger jetzt kaputt zu machen? Das musst du entscheiden. Hast du den Gegenstand pulverisiert, der da lag? Meine Ripper-Klingenstelle lag da. Ich glaube auch, dass das Ripper-Kling war. Doch, das war ein Ripper-Kling. Ich wollte gerade sagen, ich brauche eine Taschenlampe. Die hast du doch. Gab's bei Doom nicht die Möglichkeit, dass die Waffe gleichzeitig leuchtet? Hey, komm. Danke. Jetzt genießt die Show. Wo muss ich überhaupt hin? Hab ich's doch gewusst! Den auch zerschießen, das weißt du noch, oder? Ja. Ich habe gerade gesehen, dass da einer ist. Wollte Gott sagen, hast du es mir ja vorher gesagt, dass ich das Ding zerschießen kann. Ich glaube, sonst wäre es. Hätte ein nettes Barbecue gegeben, aber ich glaube. Das wäre lustig gewesen. Nee, das wäre auch lustig. Oder? Ist also dann direkt daneben das. Aber ist da ein Hohlraum, dass ich dazwischen lade, dazwischen dingsen kann? Das weiß ich nicht. Glückwunsch, sie wurden gerade gegrillt. Wer hat die Verbrennungen? Lauf, Eise, lauf! Wo ist er? Das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das Ding hier kaputt ist. Wusch! Erschreck mich doch nicht so. Entschuldigung. Die draußen, die Leute, die jetzt draußen im Treppenhaus rumlaufen, sollen mich auch nicht so erschrecken. Ist abgebrannt. Das meinte ich. Es gibt brennende Nekromorphen. Ja, aber ich meinte die jetzt. Ich weiß halt, du hast deine Frage nicht präzise genug geäußert. Aber rein theoretisch heißt das, die beschädigen sich dadurch. Ja, sie verletzt sich. Oh ja. Aber guck mal, er bewegt sich noch. Klar. Aber ist doch tot. Ja, kann sich auch nicht mehr bewegen. Willst du ihn packen und grillen, oder was? Ja, hatte ich vor. Geht das nicht? So. Jetzt kommt's. Willst du ihn noch mit Käse überbacken? Ich esse ihn ja nicht. Obwohl, er wollte mich essen, ne? Man kann Gleiches nicht mit Gleichem grillen. Bestimmt ist da irgend so ein Teil. Ist das schlimm, wenn ich es leider nicht einsammle? Nein, das ist nicht schlimm. Danke. Nein, ich wollte laufen! Nee, jetzt trau ich mich nicht! Nein, ich trau mich nicht! Schießen! Come on! Das ist Peter Griffins Feuerwurst. Da ist er. Hätte ich mir auch einfach einen Inhalator geben können. Nichts, was man. Wohl Nekromorphen oder so.
So, wo ist der nächste Aufgang?